Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte auf mmoldervideo eine Frage von einem User bekommen. Und zwar hatte er ein Problem. Er hat eine Fuji Finepix HS20 und diese Kamera hat ein Problem, was heutzutage sehr viele Kameras haben. Sie hat kein metallenes Stativgewinde, wie zum Beispiel hier in diesem alten Camcorder verbaut oder wie in meiner Sony HX100V. Kamera halten. Jo. Da das heutzutage leider sehr stark verbreitet ist, dass immer mehr Kamerahersteller PVC-Stativgewinde in ihre Kameras einbringen, kommen dann immer öfters auch die Probleme zustande, dass diese PVC-Gewinde ausbrechen. Und hier kommt dann ein weiteres Problem. Wie wird das repariert? Oder mehr zu sagen, inwieweit übernimmt da ein Hersteller die Garantie? Oder inwieweit ist das vielleicht sogar überhaupt reparabel? Bei vielen Kameras haben wir nämlich hier ein Problem, dass diese Stativgewinde meistens mit dem kompletten Body verbunden sind und teilweise gar nicht mehr tauschbar sind. Es gibt noch viele Kameras, wo sie wechselbar sind und wo der Hersteller auch für einen humanen Preis einen Wechsel anbietet. Allerdings das Thema Garantie können wir wahrscheinlich komplett vergessen. Wenn ich ein Stativgewinde durch Abnutzung oder falsch eingestrehte Schrauben zerstört wird, wird wahrscheinlich kein Händler Garantie übernehmen. Es könnte sein, dass in den ersten Wochen diverse Händler noch auf Kulanz reparieren, aber wie gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Solltet ihr die Möglichkeit haben, so ein Problem mit eurem Händler direkt zu klären, für wenig Geld, auf Kulanz oder auf Garantiebasis, dann tut das bitte. Diese Methoden, die ich euch nämlich heute hier zeige, sind die absolut letzte Maßnahme, eure Kamera noch zu retten. Nach dieser Maßnahme greift keine Garantie mehr bei eurer Kamera mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und man wird auch einen großen Eingriff an eurer Kamera feststellen und das wird dann auch wahrscheinlich jeder Hersteller bemängeln. Es ist wie gesagt die letzte Hoffnung für viele Kamerabesitzer, deren Stativgewinde im Eimer ist. So, um hier nochmal eine zweite Zuschauerfrage zu beantworten. Es handelt sich hierbei nicht um ein metrisches M8er Gewinde, weil mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, er hätte eine normale M8er Schraube hier reingeschraubt und danach würde die Kamera nicht mehr auf das Stativgewinde draufpassen. Ja, das ist leider so, denn im Originalen haben wir hier ein UMC 1/4 Zoll Gewinde in der Kamera drin und wenn ich da eine metrische Schraube mit der Gewalt reindrehe, ist natürlich alles hinüber und da passt natürlich nichts mehr und auch da müssen wir wahrscheinlich diese Reparatur durchführen. Aber schon wieder viel zu stark abgeschweift, fangen wir einfach mal mit der Reparatur an. Und zwar habe ich hier jetzt mal die Methode Nummer 1, das ist die einfachste Methode, die billigste Methode, aber auch die, die nicht am schönsten aussieht an der Kamera, meiner Meinung nach. Dafür benötigen wir einfach nur die beschädigte Kamera. Und dieses Teil, ich halte es mal in die Kamera, das kann man überall im Internethandel kaufen, auf diversen Auktionsportalen ist das auch verfügbar. Es ist eine einfache Stativgewindeschraube für eine ganz normale Winkelschiene. Hier unten ist ein 1/4 Zoll Stativgewinde Innengewinde und hier oben ist ein 1/4 Zoll Stativgewinde Außengewinde. Wir haben jetzt hier unsere Kamera. Ich habe jetzt einfach mal eine normale Fotokamera genommen, eine kaputte. Und hier machen wir jetzt mal Folgendes. Wir zerstören unser Gewinde ganz einfach mit der Gewalt. So. Und in so ein Gewinde bekommen wir garantiert keine Stativgewindeschraube mehr hinein. So, stopp, stopp, stopp. Jetzt machen wir noch einen kurzen Break hier in dem Video. Ich habe nämlich noch einen kleinen Zusatztipp für euch. Und zwar, wenn ihr doch wirklich mal so eine Kamera gekauft habt euch und ihr stellt dann halt fest, ihr habt so ein blödes Plastikstativgewinde, macht doch gleich von Anfang an Folgendes. Ihr besorgt euch diesen Adapter oder so einen Adapter und schraubt ihn einmalig in die Kamera ein. So. Und belasst ihn doch einfach in der Kamera und benutzt diesen Adapter jetzt dauerhaft als euer Stativgewinde. So müsst ihr nicht ständig das Plastikstativgewinde belasten und es bricht euch dann wahrscheinlich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht mehr so schnell aus. Also dauerhaft den Adapter drin lassen, nur so als Quicktipp nebenher. Aber weiter mit dem Video. In so einem Fall bietet sich eine schnelle Reparatur durch so eine Schraube an. Wir gehen folgendermaßen vor. Wir können eventuell diese Schraube auf Maß abschneiden. Das mache ich jetzt hier mal nicht, um diese Schraube nicht zu versauen. Die sind nämlich auch nicht gerade billig. Die liegen auch so um die 5 Euro pro Stück. Messen mit unserem Messschieber die Tiefe des Stativgewindes. In diesem Fall haben wir
circa 6,5 mm. Jetzt würde ich hier 6 mm markieren, würde das Stativgewinde mit einer Flex abschleifen, wieder anfasen. Ihr könnt es aber auch sein lassen, dann steht es halt etwas vor. Und dann nehmt ihr dieses Gewinde, nehmt eure Kamera, besorgt euch einen vernünftigen Kleber. Ich halte jetzt extra keinen Hersteller in die Kamera. Am besten ist, ihr informiert euch mal im Baumarkt oder ähnlichen, einfach mal in die Klebeabteilung gegangen und dann einfach mal den netten Herrn gefragt, was klebt am besten Metall und Kunststoff. Dann lasst ihr euch den Kleber geben und mit diesem Kleber arbeiten wir wie folgt. Wir geben etwas von dem Kleber in unser Stativgewinde ein, nicht zu viel. Wir können ja auch Sekundenkleber verwenden, allerdings bei Verwendung von Sekundenkleber möchte ich Folgendes zu bedenken geben. Quillt irgendwas hinaus, kann es sein, dass ihr mit den Fingern drankommt und dann in dem Moment, wenn ihr mit der Haut an Sekundenkleber kommt, bindet er sofort ab. Das heißt, ihr bleibt sofort am Stativgewinde kleben und es kann auch sein, ihr bekommt eure Schraube nicht mehr weiter rein. So, in diesem Fall haben wir jetzt hier Kleber eingebracht und befestigen einfach mit dieser Klebesubstanz das Stativgewinde, was wir hier erworben haben, in dem originalen Stativgewinde. Da das hier ein Plastikstativgewinde ist, können wir es hier gewaltsam eindrehen. Ein letztes Mal quasi, bis es fasst. Und jetzt lassen wir einfach unseren Kleber abbinden und haben dauerhaft an unserer Kamera dieses System verbaut. Hierbei möchte ich nochmal ganz groß was zu bedenken geben. Es gibt Kameras, da ist das Stativgewinde sehr nah beim Akkufach oder sehr nah bei dem SD-Kartenfach oder bei irgendwelchen Display-Ausklappmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das sollte man natürlich im Vorfeld prüfen, ob das Akkufach noch zu öffnen geht, ob die SD-Karte noch zu entnehmen geht oder ob alle anderen Funktionen der Kamera auch nicht behindert werden dadurch. Oder ob ich dann noch den Akku abnehmen kann, wie zum Beispiel bei Sony-Kameras. Das sollte man im Vorfeld natürlich prüfen. Wenn ihr das nämlich verklebt habt, ist es rum. Könnt ihr das nicht mehr retten. Also das wäre die einfachste Methode. Ihr klebt so einen Teil ein, sieht allerdings nicht ganz so schön aus. Man sieht es ja hier. Man hat dann halt dauerhaft hier diesen Bubbel dran. Da kann ich dann aber wieder auf mein normales Stativgewinde aufgehen. Habe auch jetzt ein Metallstativgewinde, was länger halten wird und habe meine Kamera damit wieder repariert. So, jetzt kommen wir zu einer zweiten Methode. Diese Methode, die ich euch natürlich jetzt zeige, erfordert etwas, handwerkliches Geschick. Und hier kann natürlich wesentlich mehr schief gehen. Und zwar möchte ich jetzt hier ein neues Gewinde einbringen. Das klappt zwar auch nicht bei jeder Kamera, aber mitunter ist das auch noch eine Chance, die Sache zu retten. Dafür benutze ich hier meine Kamera, stelle sie hier so hin und messe jetzt erst einmal oder schaue erst einmal, ob ich noch genug Fleisch um das vorhandene Stativgewinde noch habe. Denn ich möchte gerne eine sogenannte Adapterschraube einbringen, die es auch überall im Handel gibt. Ich halte sie mal an die Kamera. Das ist so eine hier. Das ist auch wieder ein Innengewinde von 1/4 Zoll und ein Außengewinde dieses Mal von 3/8 Zoll UMC16. Dieses möchte ich jetzt hier einbringen. So, wir haben jetzt in dem Fall noch genug Fleisch vorhanden und können also hier dieses Gewinde einbringen. Als allererstes nehme ich hier nun wieder meinen Messschieber und ermittle erstmal die maximale Tiefe, die mir überhaupt zur Verfügung steht. In unserem Fall haben wir das ja vorhin schon mal gemessen. Es wäre maximal 6,5 mm, also gehen wir mal auf 6 mm, damit wir etwas Luft noch haben. Lieber kürzer als zu lang. Jetzt schnappen wir hier unseren Gewindeadapter und markieren uns 6 mm. In diesem Fall ist der Gewindeadapter 8 mm. Das heißt, wir müssen hier ca. 2 mm abschneiden. Für das Abschneiden dieser Gewindeadapterschraube benutze ich eine handelsübliche Flex. Man kann es aber auch an einem Bandschleifer abschleifen. Dafür sollte man dann allerdings eine Zange verwenden. Wir können es mit einer Trennscheibe abschleifen oder 2 mm können wir auch im Notfall wegschleifen mit einer Fächerscheibe oder ähnliches. Also einfach nur durch immer wieder folgende Hin- und Herbewegungen quasi einfach abnehmen. Dafür spanne ich das jetzt hier einfach in meinen kleinen Schraubstock auf. Ich habe jetzt hier einfach mal einen auf den Tisch gestellt, damit man es besser sieht. Hierbei kommt es nicht auf den Millimeter an. Lieber, wir machen diesen Gewindeadapter etwas kürzer als zu lang.
Und Brille aufsetzen natürlich nicht vergessen, eventuell Gehörschutz. Und schleifen wir einfach mal etwas ab. Wichtig, wenn ihr schleift, entstehen Funken. Tut eure teuren Kameras in Sicherheit. Gut. Nachdem ich nun diesen Gewindeadapter auf mein Maß gebracht habe, muss ich wieder dafür sorgen, dass das Gewinde vernünftig greift oder läuft. Dafür schalte ich meine Flex nochmal an und breche hier vorne wieder eine kleine Phase. Dafür empfiehlt sich das Verwenden einer Zange, damit ihr euch nicht verletzt. Könnt ihr auch wieder an einem normalen Schleifbock machen oder hier in diesem Fall auch an der Flex. Ich schalte sie ein und ich schleife immer aus dem Gewinde heraus, sodass die Scheibe dreht sich jetzt so rum und schleift aus dem Gewinde heraus. Würde ich sie in das Gewinde hineinschleifen lassen, also wenn ich sie drüben hinhalte, würde sich ein Grat in das Gewinde einziehen und somit würde mein Gewinde nicht mehr laufen. Also schleife ich es aus. Und habe somit mein Adapter vorbereitet. Kommen wir als nächstes zu unserer Kamera. Hier muss ich nun ein 3/8 Zoll Gewinde einbringen, in diesem Fall 3/8 Zoll 16 UNC. Habe ich hier auch mal einen Gewindeschneider dafür. Vorzugsweise solltet ihr einen Sacklochgewindeschneider verwenden, den habe ich jetzt leider nicht da, deswegen benutze ich den normalen Maschinengewindeschneider. So, um meine Kamera nicht zu beschädigen, aber da ich nur eine Person bin und sie nicht noch festhalten und gleichzeitig bohren kann, denn wir müssen jetzt leider bohren, lege ich hier in meinen Schraubstock etwas Stoff rein, Putzlappen, hier in dem Fall sogar eine alte Socke, egal. Klemme meine Kamera leicht ein, nicht zu zerstören. Also wenn am besten wäre es, ihr wärt hier zu zweit und einer würde die Kamera festhalten und der andere würde bohren. Jetzt benötigen wir einen 8 mm Bohrer, ganz normal Stahlbohrer. Wichtig, wenn ihr eventuell noch eine tiefen Anschlagsleere hättet, die kann man einfach hier drüber schieben und mit einer Imbusschraube orientieren. Ich brauche das nicht, das kriege ich freihändig hin. Dann noch eine Bohrmaschine. Am allerbesten, ihr würdet das an der Ständerbohrmaschine machen. Da ich aber jetzt hier meine Kameras aufgebaut habe, mache ich das freihändig. An der Ständerbohrmaschine wird es natürlich besser. Mit dem Bohrer bohre ich jetzt das alte Gewinde aus. Wichtig, 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 bohrt nicht zu tief. Ihr dürft nur so tief bohren, wie das Loch original ist. Das haben wir im Vorfeld ermittelt. Das könnten wir jetzt hier mit unserer Gewinde oder mit unserer Bohrlehre einstellen und dann in die Kamera einbohren. Wie gesagt, es muss genug Fleisch, um den alten Gewindehalter noch vorhanden sein, sonst funktioniert das definitiv nicht, was ich euch zeige. Darüber müsst ihr euch immer im Vorfeld noch klar sein, dass wenn ihr hier angesetzt habt und habt gebohrt, ist alles zu spät, wenn ihr das nicht richtig eingeschätzt habt. Jetzt haben wir hier ein ausreichend großes Loch. Jetzt nehmen wir unseren Gewindeschneider und bringen hier jetzt unser neues Gewinde ein. Und zwar unser, ich halte es nochmal in die Kamera, 3/8 Zoll 16 UMC. Wenn ihr wollt, könnt ihr, bevor ihr hier das Originalgewinde einschneidet, nochmal mit einem Sänger etwas vorarbeiten. Da wir sowieso eine kleine Phase brauchen, bei unserem Adapter ist nämlich auch eine kleine Phase dran, mache ich das jetzt hier mal. Auch okay. Nun nehmen wir unseren Gewindeschneider, spannen ihn in unser Schneideisen ein und bringen das Gewinde normal rechtwinklig zur Kamera auf. Wie das funktioniert, habe ich mal in einem anderen Video demonstriert. Das kann ich euch mal hier oben einblenden und da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Ich schneide es jetzt einfach mal hier so in die Kamera hinein. Da es Plastik ist, geht das absolut einfach. So weit wie ich komme, nicht mit der Gewalt schneiden, einfach nur Schluss, aufhören. Wieder raus. Bevor wir jetzt hier mit Klebstoff arbeiten, nehmen wir unser Adaptergewinde und bringen es erstmal hier ein, um zu schauen, ob auch alles wirklich passt. Späne rausmachen, Adaptergewinde einsetzen und eindrehen. Vorzugsweise mit einem Schlitzschraubenzieher, den hole ich mir nochmal, und einfach eindrehen.
So, ich sehe, es passt. Also entnehme ich es wieder. Nicht mit der Gewalt eindrehen. Wenn es immer noch ein Stück zu lang ist, könnt ihr es hier immer noch etwas abschleifen, sodass es dann auch wirklich reinpasst. Nun bringen wir unseren Klebstoff ein. Hierbei könnt ihr, wie gesagt, wieder Sekundenkleber verwenden oder ihr lasst euch wieder vernünftig beraten und kauft euch einen vernünftigen Kleber, der auch Metall und Kunststoff verbindet. Bringt einen kleinen Tropfen auf die Wände auf und schraubt jetzt wieder euer Gewinde ein. Wichtig, nicht zu viel Klebstoff verwenden oder austretenden Klebstoff auch bitte sofort entfernen. Denn alles, was dann in euer anderes Gewinde einläuft, blockiert euer anderes Gewinde und damit habt ihr das andere Gewinde verklebt und damit versaut. So, ich bringe hier wieder etwas ein und schraube mein Stativgewinde schnellstmöglich ein. So, nach einigen Minuten müsste nun mein Kleber ordentlich ausgehärtet sein. Wir entnehmen die Kamera einfach mal. Ich halte sie mal hier ins Bild. Wir haben jetzt hier unser neues Gewinde quasi eingebracht. Und jetzt können wir einfach die Kamera nehmen, sie wieder auf unser normales Stativgewinde aufbringen und sie wie gewohnt einsetzen. Das ist, wie gesagt, eine ziemlich aufwendige Methode, sowas zu reparieren. Und ich möchte auch noch mal ganz, ganz wichtig darauf hinweisen, ihr dürft das nur machen, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr es hinbekommt. Wenn irgendjemand hier seine Kamera versaut, hat er Pech gehabt. Dafür haftet niemand, das habt ihr gemacht und habt es dann halt nicht richtig hinbekommen. Und bei den Preisen, die so eine Kamera mitunter hat, kann das einen massiven Schaden bedeuten. Also müsst ihr euch im Klaren sein, welche Methode ihr verwendet. Die erste Methode mit diesem Adapter einfach nur, den ihr nur einfach einklebt unten. Wie gesagt, da muss aber der Leim auch was taugen. Oder die zweite Methode, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die doch ziemlich aufwendig ist. Aber wie gesagt, wenn man eine Kamera halt hat für 400 Euro und der Hersteller weigert sich das zu reparieren oder die Reparatur würde dann selber 300 Euro kosten oder 200 Euro, wie mir ein User erzählt hat, dann kann man sich wahrscheinlich dann auch eine neue Kamera kaufen. Also macht es dann wahrscheinlich Sinn, sowas sogar ausprobieren zu wollen. Aber wie gesagt, es ist ein ganz großes Aber hier noch dabei. Es kann gewaltig schief gehen. Bei mir hat es jetzt geklappt. Ich hoffe, für die, die es nachmachen, es klappt bei euch auch. Wie gesagt, ihr müsst sauber arbeiten, es muss alles passen. Ihr müsst genau überlegen, was ihr macht. Tja. So, ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen weiterhelfen. Und tja, das war's von meiner Seite heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.